Wegen der Haltung der britischen Regierung im Nahostkonflikt hat die britische Staatssekretärin im Außenministerium, Saida Warsi, überraschend ihr Amt niedergelegt. Die Haltung der Regierung zum Gaza-Konflikt sei unmoralisch, widerspreche rechtsstaatlichen Prinzipien und beschädige den Ruf des Vereinigten Königreichs. Mit großem Bedauern habe sie dem Premierminister deshalb am Morgen ihre Rücktrittserklärung übersandt, so Warsi in einer Twitter-Nachricht. Schatzkanzler George Osborne. Es ist eine enttäuschende und ehrlich gesagt unnötige Entscheidung. Die britische Regierung arbeitet gemeinsam mit ihren Partnern daran, Frieden in Gaza zu erreichen, und im Moment haben wir ja einen Waffenstillstand, von dem ich hoffe, dass er hält. Weil britische Waffen in Gaza tausende Zivilisten und Kinder töteten, fordere sie nun ein Waffenembargo gegen Israel, so war sie in einem Interview. Die 43-jährige Juristin ist Tochter pakistanischer Einwanderer, Mitglied der konservativen Partei und wurde 2010 die erste weibliche Ministerin muslimischen Glaubens in einem britischen Kabinett. Nach internen Streitereien hatte sie zuletzt einen untergeordneten Zuständigkeitsbereich im britischen Außenministerium übernommen.